komm zurück bei Bloodborne. Wir suchen. Lebst du jetzt eigentlich noch? Du bist weg. Warst du das, der im Fischer noch? Moment mal. Oh, ich glaube, ich weiß, wo der. Wir hatten doch von ihm einen Schlüssel bekommen. Zellenschlüssel zur inneren Kammer der großen. Der großen Kathedrale. Das müsste nach. Nach dem Typen sein, oder? Egal, wir gucken gleich mal. Erstmal möchte ich mich hier noch einmal umgucken. Ob ich hier auch nichts vergessen habe. Ja, mein Skill habe ich vergessen irgendwo. Das funktioniert nicht. Schade. Doch, funktioniert. Oh ja, funktioniert so toll, dass ich danach auch richtig gut angreife. Ach, mich doch nicht hier. Blut 4 und 2, na immerhin. Okay, also, ich will alles haben, was hier ist. Ich habe in meinem eigenen Video gesehen, dass hier irgendwo eine Seele liegen muss. Das habe ich in meinem eigenen Video gesehen. Ist die Frage, was ist? Genau, ist der Weg links? Stimmt, Moment mal. Ja, macht ihr mal, was ihr wollt. Was ist hiermit? Neugier. Ja, macht ihr mal, ich krieg das schon hin. Ich bin überzeugt von euch! Da kommen wir noch mehr. Okay, jetzt ist langsam ein bisschen happig, Leute. Da kommt jetzt gleich noch einer. Okay, vielleicht sollte ich mich mal eben. Ich muss mich mal eben retten gehen. Da oben jetzt. Oh, Scheiße! Ey, wieso gehen die denn jetzt neu in die Kirche rein? Könntest du mal kurz auf den Weg gehen? Ich möchte eigentlich gerade noch rennen. Okay. Ja, ja, alles gut vorne. Uncool. Na, das war jetzt uncool, dass der eine Kleine mich geschlagen hat. Das war absolut uncool. Alter! Hast du dich geheilt zwischendurch? Hast du dich geheilt? Hast du dich geheilt? Du kleines Arsch! Der hat sich geheilt. Okay. Das ein bisschen gesitteter und irgendwie vollständiger. Ach ja, du. Nein. Ha! So muss man die angehen. Ich verstehe. Doch die Raben sind mir gerade egal. Die sind jetzt nicht so wichtig. Hallöchen. Okay.
Okay. Und jetzt gleich eine Feuerkugel runter. Ich hätte eigentlich gehofft und gedacht, das bleibt so. Im Sinne von, dass das Tor da oben zum Beispiel offen bleibt. Und der Typ halt einfach direkt davor steht. Das ist jetzt jedes Mal neu anzusehen, ist halt. Na gut. Ist okay. Ich sehe halt gerade so richtig viel. Stirb einfach. Hat sich hier mittlerweile irgendwas geändert? Ich schätze mal nein. Nope. Hat er sich gerade bewegt? Nope. Die Süße ist immer die oder der, weiß ich nicht. Ist das Victoria, Vicky? Nein, ich glaube, es ist nicht Vicky. So, jetzt gleich kommen wir zu dem Part, wo ich sagte, dass ich glaube, ich etwas, also dass ich runtergefallen bin und ich möchte unbedingt links gehen. Da kommen wir jetzt gleich hin. Jetzt kommen erst noch die Gatling-Typen, wenn ich mich nicht irre. Die Gatling-Gun-Typen. Das falle ich immer noch nicht drauf rein. So, hier. Oh, da ist eine Seele. Oh, cool. Okay, wir haben da auf jeden Fall schon mal eine Seele übersehen. Aber das ist gar nicht der Ort, wo ich meinte eigentlich. Das sind verzögerte Molotovs aufgepasst. Da drin war ich nicht. Ich habe mich mit dem Typen hier angelegt und habe... Ich glaube, ich hardcore verkackt. Könntest du bitte mal ganz kurz dich testen? Sollte aufhören zu schießen. Ja, ich sollte aufhören zu schießen. Alter! Molotov, Blutfiolen, nicht genug, aber egal. Was war noch? Das war gerade schlecht, ey. Traurig, traurig. So, hier hatten wir jetzt auch noch irgendwo eine. Die tickt sogar. Das ist eine tickende Molotov. So, ne, hier bin ich nicht runtergefallen. Moment, ich war sogar noch in dem Gebäude hier, oder? Oh ja, und wie ich hier drin war. Ja, 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 ja. Und hier bin ich runtergefallen, genau. Und hier will ich nicht runterfallen, sondern runtergehen. War das? Ja, doch, ja, genau. Genau das ist es. Ich will hier runter gehen. Ich will nicht runterfallen. Kann ich diesmal mit dir reden oder bist du auch nur wieder ein... Eruptionshammer. Du bist tatsächlich... Genius! Gott, nochmal! Bin ich ein Retard. Ich hätte hier doch wieder hochgekonnt. Oh Gott, ich hätte hier doch wieder hochgekonnt.
Ärgerlich. So, in dem Gebiet waren wir dann jetzt hier noch gar nicht, oder? Nein. Oh, hier ist gleich das erste Feuer. Also das erste Feuer im normalen Spiel. Hier oben ist eine Lampe. Au. Unglaublich viel Leben. Das war jetzt nicht nett. Der Stichangriff kriege ich ihn eigentlich ganz gut. Wer oder was bist du? Feuerhammer, was? Was? Kosparasit. Wir haben ernsthaft eine... Oh, der braucht 20 Arkan. Wir haben ernsthaft eine Waffe bekommen. Eruptionshammer. Simons Bogenklinge. Haben wir nicht genug Blutdingens haben wir nicht genug für. Okay, jetzt haben wir den auf jeden Fall besiegt. Und hier war das erste Feuer. Wir erinnern uns, also ich erinnere mich zumindest. Hey, was ist das jetzt für ein... Was bringt mir das jetzt? Der hat mir irgendwas gegeben. Ich weiß nicht. Irgendwas mit Blut, bla bla bla. Da. Da, Feuer. Feuerhammerabzeichen. Das alte, der alte Otto-Werkstatt. Kann ich damit jetzt irgendeine Waffe kaufen? I don't know. Also das neue Gebiet, was ich hier toll entdeckt habe und erkundet habe, das scheint irgendwie, ja... Das war's mit dem neuen Gebiet. Aber hey, wir haben das haben wir jetzt rausgefunden und gefunden und so. Wir sind jetzt in der Nähe des anderen Feuers. Ich renne da mal eben durch. Ach nee, so einfach durchrennen lässt sich das gar nicht, ne? Obwohl, Moment, doch, das ist hier die Abkürzung zum eigentlichen Feuer. Moment. So, jetzt möchte ich das tatsächlich mal eben bitte wissen. Kann ich damit jetzt eine Waffe kaufen, die ich noch nicht habe? Ich will ja wirklich alle, ich will ja alle Waffen haben. Das ist ja auch eine Trophäe. Alle Waffen. Will ich natürlich haben. Deswegen meine Frage. Manchmal kann man durch Abzeichen Waffen kaufen. Die Waffen, die hier sind, die habe ich alle. Die habe ich alle, die Waffen. Durchschlagsgewehr? Das sagt mir nichts. Die habe ich nicht. Durchschlaggewehr. Wodurch kann ich die kaufen? Aha, ein Gewehr entwickelt von der Otto-Werkstatt, dem Vorläufer der Werkstatt der ketzerischen Pulverfässer. Dieses für die Jagd in engen Straßen entworfene Gewehr wurde dazu optimiert, Durchschusswunden zu verursachen, eignen sich jedoch nicht für zuverlässige Konterangriffe. Kaufen wir uns. Weil, wie gesagt, ich will alle haben. Aber interessant, wir haben jetzt ein Gewehr. Aber da wir nicht genug Blut, Einfärbung, wie heißt das? Wie heißt der Stat? Blutfärbung. Blutfärbung haben. Funktioniert das nicht. Okay. Forschungshalle.
Nee, unterirdischer Leichenhaufen. Wir fangen von unterirdischen Leichenhaufen an, hoch ins Forscherzentrum zu laufen. Im Forscherzentrum finden wir auf jeden Fall einige Seelen. Also einige Items fehlen mir auf jeden Fall da. Die liegen da auch rum und ich weiß auch, dass sie da liegen. Das heißt, wir haben also schon welche da liegen sehen, das meine ich damit. Und die müssen wir uns nur eigentlich holen. Beziehungsweise herausfinden, wie. Durch die Nacht, doch mit festem Schritt, verfärbt vom Blut. Tauchen die jetzt überall auf? Brandons Zeug. Was? Warte, 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 warte. Jetzt hab ich schon wieder. Was? Was? Habe ich denn jetzt da schon wieder bekommen? Brandons. Oh, Scheiße. Warum klicke ich so schnell? Ist das eine Rune? Sieht nicht so aus. Vielleicht ein. Ah, was? Was ist das? Das ist auf jeden Fall ein Helm. Fünfzig, 60, 50, 50, 20, 20, 30. Okay. Interessant. Oder so. Leben die da hinten jetzt eigentlich noch? Die sind eiskalt tot. Wie geil ist das denn? So, wo ist denn mein. Hey, nein. Wollte ich hier rein? Ich bin mir gerade nicht sicher. Gesperrt. Wo ist denn der Typ, der gefangen war? Ist er hier gewesen? Da hockt jemand. Okay, aber ich kann da nicht rein. Aber ich habe irgendwo einen Schlüssel zu jetzt bekommen von. Wie heißt der? Simon? Von Simon. Von Simon habe ich irgendwo einen Schlüssel bekommen von hier. Von unter dem Kloster. Und wir sind doch im Kloster, oder? Das hier ist das zweite Kloster. Es gibt zwei Kloster. Das ist eins davon. Sehe ich schon mal keine verschlossene Tür oder sowas? Sind die beiden Typen eigentlich wieder da? Sind sie nicht? Das ist ja cool. Warum liegt da was? Laurences Schädel. Wer ist Laurences? Wer ist Laurences? Schädel des ersten Pfarrers der Heiligen Kirche. Schädel des ersten Pfarrers der Heilenden Kirche. In Wahrheit war er die erste Klerikerbestie und sein menschlicher Schädel existiert nur im Albtraum. Der Schädel ist ein Symbol von Laurens Vergangenheit und von dem, was er nicht beschützen konnte. Er muss nach seinem Schädel suchen, doch auch wenn er ihn findet, wird er niemals seine Erinnerung zurückerlangen. Jetzt im. Liegt Lawrence. Ist Lawrence der tote. Die tote Klerikerbestie im. Im.
Moment mal nach unten. Wieso geht es nach unten? What I've done? Müsste es nicht nach oben gehen? Kirchenkanone. Okay. Ich werde hier gerade mit Waffen zugespammt. Oh, Kirchenkanone. Was denn, jetzt geht's auch wieder hoch. Ah, will heißen, über mir ist jetzt noch eine zweite große Plattform. Ah, okay. Ah, okay, ich verstehe. Okay, okay, okay. Das heißt, ich muss die jetzt wegschaffen. Um wieder nach oben in das Forschungszentrum zu kommen, muss ich das jetzt quasi. Tschüss. Ah, und da kommt das, was ich gewöhnt bin. Alles gut, alles gut. Das Ding aktiviert sich auch von selbst, wenn ich drüber laufe. Okay. Also, so viel dazu. Jetzt haben wir einiges noch im Forschungszentrum zu erledigen. Wie kommen die neuen... Warum ist jetzt hier alles anders? Warum ist hier alles anders? Oh, hi. Ernst gemeine Frage, warum ist jetzt hier alles anders? Das ergibt keinen Sinn. Oder ergibt das Sinn? Warum? Ich weiß gerade nicht, warum auf einmal überall Gegner sind. Glaube ich gar nicht mal so schlecht, dass ich gerade jedes Gebiet nochmal besuche. Aua. Das hat wehgetan. So. Es sind hier überall so kleine Viecher. Ich weiß nur nicht, wo die jetzt herkommen. Also kleine Viecher von wegen. Das sind eingeschnürte Versuchsobjekte. Die sich robbend fortbewegen. Was ist denn mit dem Typen, der seine Augen sucht? Geht's ihm noch gut? Du brauchst Hirnflüssigkeit, ne? Bitte, ich. Bitte, ich. Das müssen wir auch noch finden. Ich brauche irgendwoher trübe Hirnflüssigkeit. Und für ihn brauche ich theoretisch Augen. Hat jemand dich hier? Hat ich. Kann ich jetzt hier rein? Gesperrt. Also dafür ist der Schlüssel auch nicht. Ich verstehe nicht, wofür der Schlüssel ist. Den wir bekommen haben von Simon. Wofür ist der Schlüssel gut? So, wir gehen mal nach oben. Die Abkürzung haben wir ja schon freigeschaltet. Obwohl, vielleicht sollte ich vielleicht nicht die Abkürzung nehmen. Sondern wirklich den gesamten Weg gehen. Kann ich gar nicht. Die Treppe ist weg. Haha. Hahaha. Ich habe die Treppe ja nach oben fahren lassen. Das heißt, ich komme gerade gar nicht mehr von hier nach oben. Abgesehen von meinem Fahrstuhl. Ach so, ach so, ach so. Okay, das heißt, ich muss den Fahrstuhl nehmen. Anders komme ich nicht mehr nach da oben. Okay. Dann nehmen wir halt den Fahrstuhl. Nehmen wir an, da ist der Ausgang. Ja. Sind hier wieder die Oppies?
Was haben die Oper eigentlich hier in diesem Gebäude zu suchen? Das ergibt eigentlich keinen Sinn. Oder sind das verrückte Wissenschaftler mit Schrotmehl? Also, da ist der eine Punkt. Ah, jetzt komme ich da auch runter. Ah, okay. Ich sehe schon, ich sehe schon. Da ist die eine Seele, die ich auf jeden Fall haben will. Oh, hoppala, sorry. Da liegt auch noch eine Seele. Hey, Moment, bin ich nicht gerade? Bin ich doof? Alter, die wollte ich doch gar nicht. Hä? Hä? Führte da nicht gerade eine Treppe hin? Doch. Ich bin total verwirrt hier. Was haben wir hier? Was mit Gehirnflüssigkeit? Ein Lochschild. Was ist denn ein Lochschild, bitte? Ein handwerklicher mit Glauben gelassen fertiges Schild wurde ursprünglich zum Schutz des Vorsitzenden einer heiligen Zeremonie der heilenden Kirche genutzt und später am Grabsucher weitergegeben. Insbesondere an jene, die das Labyrinth von Ist erkunden wollten. Das Blau ist nach einem See gestaltet und der Schild verringert alle Formen nicht körperlichen Schadens. Da fällt mir gerade was auf. Meine Waffe ist kaputt, kann das sein? 22 von 52 sauber. Also bevor wir zum nächsten Boss gehen, würde ich gerne meine Waffe reparieren. Also jetzt ist aber die Frage, wohin mit mir in meinem Leben? Nein, nein, nein. Hier ist auch noch eine Seele. Quecksilberkugeln, joho. Hier ist auch noch eine Seele. Wo bin ich denn? Untergrundzellenschlüssel? Was? Untergrundzellenschlüssel? Was für ein Untergrundzellenschlüssel? Moment. Okay, wo der ist, weiß ich. Ich glaube, hier geht's in meinen Tod. Untergrundzellenschlüssel. Der Untergrundzellenschlüssel ist mir bewusst. Mir ist nur noch Simons Schlüssel immer noch nicht bewusst. Wohin bringt mich Simons Schlüssel? Das verstehe ich nicht. Ich weiß nicht, wohin mich Simons Schlüssel bringt. Oh Gott. Ha! I'm a genius. I'm a genius. Okay. Tür runter, bitte. So, ich möchte nämlich gerne in den Keller. Vielleicht kriege ich da meine Hirnflüssigkeit. Wir machen hier einen kurzen Cut.